Hallo liebe Freunde der Fotografie. Heute am letzten Tag des Jahres bin ich nochmal hier am Ammersee unterwegs auf einem Fotowalk. Ich bin schon ziemlich lang unterwegs. Das wäre jetzt, glaube ich, fast nur ein Walk gewesen, weil ich finde einfach keinen schönen Fotospot, an dem ich noch nie war. Also die Stege, die habe ich ja schon alle durch. Und jetzt laufe ich schon wieder eine geraume Zeit hier am Ufer einfach entlang. Das Ufer ist teilweise sehr gefroren. Schilf gibt es und ansonsten nichts. Und da vorne habe ich so einen Steinkreisel entdeckt. Und ich glaube, ich breche jetzt hier ab und mache jetzt hier mein Bild. Weil lieber gehe ich mit einem Bild nach Hause als mit gar keinem Bild. Die Sonne geht nämlich gleich unter. Und der Himmel verfärbt sich schon langsam ins Rötliche. Ich zeige euch mal kurz, wo ich hier so bin. So sieht's aus. Von da komme ich und laufe schon eine geraume Zeit hier Richtung Süden. Und hier diesen Steinkreisel, da habe ich entdeckt. Also was meint ihr? Ist der Steinkreisel ein Motiv? Ich hoffe es mal für mich. Gut, da baue ich jetzt mal auf und ihr seid live dabei. Ach so, und außerdem vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Abos, die in den letzten ein, zwei Monaten dazugekommen sind. Wir haben zusammen die 4000er Marke geknackt. Ich hätte es nicht gedacht. Geil, ich freue mich. Vielen, vielen Dank dafür. So. Und jetzt mache ich mal aus nix irgendein Foto. Wie üblich fange ich an, meine Kamera auszurichten, um hier die richtige Perspektive zu finden. Und das ist eigentlich immer das Schwerste. Und deswegen lasse ich mir auch Zeit dabei. Ein Deckel ab, sieht man mehr. Okay. So. Der Himmel hier kommt schon mal gut. Ich habe einen Weitwinkel dabei, das ist Sony 16-35. Bin jetzt hier wieder relativ flexibel. Und ja, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, den richtigen Winkel zu finden. Und ich sage euch was, ich finde den Winkel jetzt schon mal ganz gut, weil ich kann hier so ein kleines bisschen in den Steinhaufen hineinschauen und habe die Sonne, also die untergehende Sonne, direkt zentral über der Kreismitte. Ich mache jetzt einfach mal einen Testshot schnell. Boom. Jetzt hoffe ich nur, dass das Stativ nicht einsinkt, weil es steht auf ganz dünnem Eis. Ich möchte es ja nicht bei diesem Schnappschuss belassen, sondern ein vernünftiges Foto erstellen. Jetzt suchen wir zuallererst mal den Fokuspunkt aus. Und das ist jetzt hier mein Steinkreisel. Und dann gehe ich hier direkt mal in den manuellen Fokusmodus rein. Mit der Displaylupe fixiere ich hier den Steinkreisel an, und zwar die vorderste Reihe. Ziehe das Ding scharf. Sieht gut aus. Ja. Und als nächstes mache ich noch den Steady Shot an der Kamera aus, weil die Kamera steht jetzt hier auf dem Stativ. So sieht es jetzt hier aus. Okay, von der Blende her immer eine 8er oder eine 9er. Das schaut doch wunderschön aus. Und ganz wichtig finde ich jetzt noch, die Auslöseverzögerung hier einzustellen. Mal 2 Sekunden. Ich mache jetzt erstmal das Bild im RAW-Format. Weißabgleich ist bei mir, glaube ich, bam, automatisch eingestellt. Muss ich auch noch mal kurz reingucken. Den lasse ich jetzt auch auf automatisch, das ist mir jetzt egal. Es sieht schon ganz gut aus. Ich verstelle das Stativ jetzt gar nicht mehr groß. Aber ich hätte jetzt noch gern die Wolkenzieher vorne drauf. Und um Wolkenzieher aufnehmen zu können, muss man lang belichten, weil wir eigentlich fast Windstille haben. Und daher schraube ich jetzt wie immer hier mein Filtergewinde drauf und mache die Bilder mit einem Filter. Und jetzt wichtig ist wirklich beim Draufschrauben des Filtergewindes nicht an dem Fokusring irgendwie rumzufummeln, weil sonst ist es vorbei. Oh, geht das schwer drauf, es ist kalt. So, jetzt noch schnell den Fernauslöser draufschrauben. Zack. Und an der A73 wird er hier unten reingesteckt. Diesen Multiport. Boom. Mache ich mal an.
Und hier, hoffentlich gehen die Batterien noch. Hier schaut, ich bin hier im Bulb-Modus. Und an der Kamera muss ich jetzt auch direkt den Bulb-Modus anschalten. Da steht schon mal Bulb. Und jetzt noch den Selbstauslöser hier, die 2 Sekunden ausschalten. Ups. Den brauche ich ja nicht, weil ich ja hier den Fernauslöser in der Hand habe. Okay, jetzt kann es eigentlich direkt losgehen. Und ich mache mal ein Bild. Zack. Ach, tut es mal wieder gut, draußen an der Luft zu sein. Ah, freut mich. Was jetzt ein bisschen suboptimal ist, ich hatte jetzt nicht gedacht, dass ich so lange unterwegs bin und keinen Fotospot finde. Gut, jetzt habe ich hier einen, aber ich muss den ganzen Weg zurück. Ich habe keine Stirnlampe oder Taschenlampe dabei, halt wieder mal nur das Handy. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange laufe heute, aber ja, ist halt jetzt. Oh, 2 Minuten und komm, machen wir 2 Minuten 10 Sekunden. Bam. Habe ich nur eine Sache vergessen und das ist Bier. Normal habe ich immer eins auf der Tasche, aber heute war das alles viel zu spontan wieder. Aber ist schon schön hier. Mal mit dem iPhone gefilmt. Coole Wolkenformation. Ne? Das ist eine Herausforderung, also für mich jedes Bild immer wieder. Lernen dazu. Habe jetzt das erste Mal so einen Steinkreisel fotografiert. Der wäre mir eigentlich vor 1-2 Jahren überhaupt nicht aufgefallen oder ich hätte den nicht wahrgenommen als Fotomotiv und jetzt ist es halt doch was. Was geht. Das ist echt crazy. Da vorne geht die Sonne unter und genau gegenüber geht der Mond gerade auf. Sieht fast aus wie Vollmond. Wow. Vielleicht gehe ich heute Nacht ja auch fremd. Und fahren wir rüber zum Starnberger See. Denn da gibt es einen Spot, an dem habe ich mal vor 4-5 Jahren eine Hochzeit fotografiert mit 2 Löwen, also so Steinlöwen am Ufer. Der juckt mich auch schon die ganze Zeit. Die könnte ich heute Nacht vielleicht in Szene setzen. Mann, mit Vollmond ist eh cool, da ist Licht da. Und bevor ich jetzt die Heimreise antrete und hier abbreche, fotografiere ich noch diese schönen Schilfhalme. Die schauen so toll aus im Sonnenuntergang. Ich zeige es euch mal. Die hier. Noch echt ziemlich nice, die Teile. Und das war es dann tatsächlich final von mir. Vom wunderschönen Ammersee. Ich laufe jetzt im Dunkeln nach Hause und das soll es jetzt gewesen sein. Wenn euch mein Video irgendwie gefallen hat, gebt mir gerne ein Like oder abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Drückt die Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn ich mal wieder ein neues Video hochgeladen habe. Bye bye, 2020 ist rum, auf ein neues cooles Jahr mit euch. Euer Sigi vom Ammersee. Schön. Und jetzt geht's durch das Schilf nach Hause. Halt meine Kamera.